Claudia Grüneberger, ihre Tochter Mila und Partner Duncan wünschen sich eine bezahlbare Wohnung. Mehr als ein Jahr haben sie an ihrem bisherigen Wohnort Leipzig gesucht, vergeblich. Nun steht ein Besichtigungstermin an, allerdings im knapp 30 Kilometer entfernten Pegau. Wir brauchen eine Wohnung, die familiengerecht ist für uns, die eine gute Anbindung hat. Ich brauche auch eine Wohnung in einer Lage, wo ich halt das Wichtigste habe. Hier wohnen Claudia, Mila und Duncan bisher. Ihre Wohnung im Leipziger Westen ist modern und geräumig. Das Problem, sie ist kaum noch bezahlbar. Sie haben eine Indexmiete und die steigt jedes Jahr. Inzwischen liegt sie bei 1.500 Euro im Monat, 15 Euro pro Quadratmeter. Mehr als 1.200 können sie nicht ausgeben. Es ist dann halt auch keine Freude mehr so, ne? Also ich finde, Leipzig ist schön, ja, ist ja meine Heimatstadt, aber es ist einfach zu voll geworden, ja. Der Zuzug ist halt enorm, ja. Und dadurch sind die Preise ja auch enorm gestiegen. Zurück in Pegau. Das hier könnte das neue Zuhause der Familie werden. Ein Neubau mit 11 Wohnungen. Jörg Becker zeigt Ihnen eine. Hallo, guten Hallo, Tag. Herzlich willkommen. Gehen wir mal rein. Gerne. Gucken uns die Wohnung an. Die Kaltmiete liegt hier unter 9 Euro pro Quadratmeter. Deutlich günstiger als in Leipzig. Dort sind es im Neubau im Schnitt 12. Okay, gehen wir mal in die Wohnung hier. Ich könnte mir vorstellen, das wäre Ihre passende Wohnung. Vierraumwohnung mit etwas über 100 Quadratmetern. Schöner großer Flur. So, also hier finden Sie dann das große Wohn-Esszimmer mit einer offenen Küche. Relativ groß auch der Balkon. Schön groß, ja. Das ist ja fast wie ein Zimmer nochmal für sich. Die Familie steht vor einer großen Entscheidung. Wollen Sie wirklich raus aus der Großstadt ziehen? Können Sie mir sagen, wo hier der Bahnhof ist, die Haltestelle? Ja, der Bahnhof, der ist quasi in der Nachbarstraße, in der Wachenheimer Straße, Luftlinie ungefähr hier 200 Meter. Und wie lange braucht die Regionalbahn momentan bis nach Leipzig? Na, ich schätze mal eine knappe halbe Stunde. Mutter Claudia arbeitet bei einer Krankenkasse. Vater Duncan als Bauingenieur. Er braucht sein Auto. Das Problem ist, auch in Leipzig hat man keine Parkmöglichkeiten. Na, da muss man einen Tiefgaragenstellplatz mieten. Zwischen 80 und 100 Euro, das kommt noch da drauf. Vermieter ist die Wohnungsgenossenschaft Böhlen. Seit einigen Jahren wächst hier die Nachfrage nach Wohnungen. Besondere Lockmittel haben wir jetzt nicht hier, dass wir irgendwelche mietfreien Monate generieren oder irgendwelche Begrüßungspakete generieren. Also sowas müssen wir nicht. Also der Mietpreis ist entsprechend günstiger. Also hängt damit zusammen, dass wir das Grundstück relativ günstig kaufen könnten. So günstig, wie wir es in Leipzig nie hätten kaufen können. Pegau liegt 30 Kilometer südlich von Leipzig. Eine Kleinstadt mit 6.000 Einwohnern. Bauland kostet hier rund 190 Euro pro Quadratmeter. In Leipzig ist teilweise das Zehnfache üblich. Das schlägt auf die Mietpreise durch. Die Besichtigung ist zu Ende. Eine Wohnung zu diesem Preis würden Sie in Leipzig niemals finden. Mir gefällt's gut. Ich bin sehr, sehr. Das gefällt mir sehr. Mhm. Ja, gute Lage. In 2 Wochen will der Vermieter entscheiden. Bezahlbare Mietwohnungen in den Großstädten sind kaum noch zu kriegen. Hier warten Interessenten in Berlin auf eine Besichtigung. In vielen Metropolen, hier rot markiert, stehen weniger als 3% der Wohnungen leer. Anders auf dem Land. Blau heißt mehr als 8% Leerstand. Betroffen ist fast nur der Osten. Hier liegt der Leerstand oft weit über 10%. Deutschlandweit stehen 600.000 Wohnungen leer, schätzt Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund. Das heißt, da könnte man direkt einziehen. Also wäre es natürlich sinnvoll zu überlegen, wie gelingt es, dass Menschen auch bereit sind, in diese etwas abgelegenen Regionen zu ziehen. Und da wäre ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, dass man diese Regionen erschließt. Von der Stadt aufs Land. Ist das wirklich so einfach? Wir sind in der Altmark. Viktoria Minzlaff ist hier seit 5 Jahren Maklerin. Wir fahren jetzt nach Schönhausen zu einem freistehenden Einfamilienhaus mit großem Garten. Ideal für eine kleine dreiköpfige oder zweiköpfige Familie. Die Altmark ist besonders strukturschwach. Die Einwohnerzahl sinkt immer weiter, in den letzten 10 Jahren um 5%. Viktoria Minzlaff verkauft nur wenige Objekte im Jahr. Im Moment hat sie 5 Häuser im Angebot, wie diesen Bungalow, Baujahr 1940, für 160.000 Euro. Die Eltern sind mittlerweile verstorben, ne, und die Kinder haben selber ein Haus, ja, und möchten es deswegen verkaufen. Ja.
So etwas erlebt sie hier häufiger. Es ist ein Grund für den hohen Leerstand hier. So, wir kommen hier ins Wohnzimmer mit wunderschönem Blick in den grünen Garten. Ja, wir haben hier auf der Seite einen Kamin, wo man im Winter gemütlich davor sitzen kann. Ja, wir haben hier zwei Schlafzimmer. Das eine hier vorne ist das Durchgangszimmer und wir haben dahinter dann noch das Elternschlafzimmer, welches dann 1974 angebaut wurde. Ja, einfach weil damals dann Kinder kamen und ein Kinderzimmer benötigt wurde. Angebote für dieses Haus hat sie bisher nicht. Und für das nächste, das sie uns zeigt, auch nicht. Ein altes Bauernhaus in Jerichow aus dem Jahr 1850 für 135.000 Euro. So, kommen Sie rein. Hier sind wir jetzt im hinteren Eingangsbereich und kommen hier in die Küche. Das Haus wird inklusive aller Möbel verkauft. Es gibt 8 Räume auf 2 Etagen. Selbst eine Großfamilie hätte hier Platz. Geheizt wird mit Kohle und mit Nachtspeicheröfen. Hier die andere Seite vom Kachelofen mit einem kleinen süßen Fach für Ihre Hausschuhe. Das Gebäude wäre theoretisch sofort bewohnbar. Modernen Ansprüchen genügt es eher nicht. Viele Käufer schreckt das ab. Die gestiegenen Baukosten wirken sich auch auf den Immobilienmarkt hier aus. Es hat sich einiges geändert. Die Preise sind runtergegangen, das ist schon zu beobachten. Ja, die Anfragen sind weniger geworden, weil die Leute natürlich auch Angst haben, Geld auszugeben. Ne? Man weiß nicht genau, wo die Reise hinführt. Ältere Bausubstanz, dazu kommt die schlechte Anbindung. Der nächste Bahnhof ist zwar nur 100 Meter entfernt, doch seit 20 Jahren fährt hier kein Zug mehr. Orte wie Jerichow sind in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt worden. Das war ein Fehler, denn die freien Wohnungen auf dem Land würden jetzt dringend gebraucht, sagt Immobilienmarktexperte Ralf Henger. Es ist wichtig, dass die Politik die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass die Divergenzen, die Unterschiede zwischen dem ländlichen Raum und den Städten nicht weiter ansteigen. Der ländliche Raum, der ist abgehängt und hier gilt es eben, die Weichenstellung so zu setzen, dass er nicht weiter abgehängt wird. Einst konnten sich die Jerichower im Tanzpalast vergnügen. Er ist längst dicht. Der ländliche Raum hat gerade für junge Menschen wenig Attraktives. Ihn wieder anzubinden wird ein langer Prozess. Wie diese Anbindung gelingen könnte, zeigt Regis Breitingen. Es liegt fernab von Leipzig, doch es gibt eine S-Bahn. Sie braucht etwa 40 Minuten bis in die Stadt. Für Annemarie Stein und René Behrisch gab das den Ausschlag, hierher zu ziehen. Also wir wollten eigentlich ursprünglich gar nicht so weit weg von Leipzig. Und dann haben wir halt durch Zufall im Internet dieses Baugebiet entdeckt, was seinerzeit einfach noch ein Gärtnereigrundstück war. Und da haben wir uns halt in die Umgebung verliebt. Hier konnten sie sich ihren Traum vom Eigenheim erfüllen. Aber auch ihnen fiel diese Entscheidung nicht leicht. Natürlich kann man nicht die Vorteile einer Stadt hier aufs Land bringen. Ja, das muss man schon auch sagen, es ist immer ein Abwägen. Und so sind wir eben nicht mal eben aus der Haustür raus und haben gleich die Kultur und die Gastronomie und alles vor der Tür. Doch in der Nähe von Leipzig haben sie kein bezahlbares Grundstück mehr gefunden. Jetzt haben sie viel Platz. Das ist das Eldorado für unsere Tochter. Hier kann sie sich austoben. Hier kommen immer noch Nachbarskinder her und dann spielen die hier alle zusammen. Der Bankangestellte und die freiberufliche Energieberaterin konnten sich hier ein bisschen Luxus gönnen. 550.000 Euro haben sie für ihr Eigenheim ausgegeben. In Leipzig hätten sie das Doppelte bezahlt, sagen sie. Dieser Blick in diese Natur, in diesen Baumbestand, da wird es in der Stadt schon ein bisschen schwierig. Auch die Ruhe. Wir haben ja damals in der Südvorstadt gewohnt, direkt an der Kurt-Eisner, wo ja mehrmals täglich der Krankenwagen lang gedonnert ist. Also ihr erstes Wort war Tatütata. Zurück bei Familie Grüneberger, die gerne nach Pegau ziehen würden. Sie hoffen weiter, den Zuschlag für die Wohnung zu bekommen. Falls es klappt, könnte das Tochter Milas neuer Spielplatz werden.